So, ich melde mich zurück. Diesmal wieder mit etwas Größerem. Wir hatten ja noch nicht genug in letzter Zeit. Ja, und zwar ist dies ein Anzeiger der Berliner S-Bahn. Habe ich übers Internet bekommen. Und ja, selbst von einem Sammler. Und das Problem, was ich gleich zu Anfang noch sagen werde, ist, das sieht man da, die Uhr an der Seite fehlt. Also die ist leider nicht mehr vorhanden. Ich habe zwar Aussicht auf eine Uhr, die ist allerdings etwas größer, eigentlich für dreizeilige Anzeiger gedacht. Es gibt noch eine, die ich in Aussicht habe, die würde passen von den Maßen her, aber naja, der aufgerufene Preis ist etwas hoch. Da schaue ich mal, ob ich da noch verhandeln kann. Der Preis liegt bei knapp 1000 Euro. Das ist halt einfach zu viel. Ja, wie gesagt, ein Anzeiger der Berliner S-Bahn ist auch schon ans Internet gekoppelt. Und blätter dann einfach mal. Ich habe es auf eine Random-Station eingestellt, also an irgendeine Station gekoppelt, und es blättert jetzt halt dann alle paar Minuten mal durch. Ist überraschenderweise gar nicht so laut. Wenn die Türen offen sind, ist er viel lauter. Ja, die Fallblattanzeiger der Berliner S-Bahn wurden meines Wissens nach 1987 installiert, zumindest diese hier. Die Vorgänger waren diese Leuchtstoffröhrenanzeiger, kennen bestimmt einige von euch auch noch, wo dann einfach an dem entsprechenden Feld eine Leuchtstoffröhre angegangen ist und das Feld dann aufgeleuchtet hat, und die Felder, die geleuchtet haben, die haben gezählt. Ja, wie gesagt, also 1987, meines Wissens nach, korrigiert mich gerne, wenn ich da falsch liege, wurden sie installiert. Und 1992 haben sie dann auch neue Module bekommen gehabt, beziehungsweise neue bedruckte Blätter. 2007, wenn ich mich recht erinnere, war der Beginn des Umbaus der Fallblattanzeiger. Und zwar hat man da auf den Ringbahnen da angefangen. Und 2013 war dann schließlich die Umrüstung abgeschlossen. Da gab es dann eben nur noch diese LCD-Anzeiger. So ist das meiner Quelle nach gewesen. Genau, und ab da wurden die Anzeiger dann entweder verschrottet oder irgendwelche Mitarbeiter haben sie sich gekrallt oder verschenkt oder was auch immer. Diese Anzeiger besitzen die Module der Epoche 2. Da hatte ich mal einen Wikipedia-Artikel-Eintrag drüber erweitert, nämlich zur Fallblattanzeige generell. Da habe ich auch die einzelnen Epochen beschrieben und was die Unterschiede sind und alles. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, der Artikel selbst ist jetzt nicht komplett von mir, aber ich habe viele Teile davon erweitert, weil er doch relativ stiefmütterlich war. Das Krone Epoche 2 System, sag ich mal, das wird bei Krone selbst mit System 8200 bezeichnet oder Informationssystem 8200, und ja, besitzt insgesamt eine RS-232 Schnittstelle, kann aber auch eine Tonfrequenzschnittstelle umgestellt werden, und damit läuft das Ganze dann. Es funktioniert über einen Zentralrechner, dass der dann an verschiedene Bahnhöfe eben angeschlossen war. Und ich meine, dass das Ganze, wenn der Zentralrechner nicht direkt an einem Bahnhof war, dass das Ganze dann eben über diese Tonfrequenzschnittstelle gelaufen ist. Also ich sage jetzt einfach mal Telefonleitung. Kann ich jetzt aber nicht belegen. Habe ich bisher keine Belege dafür.
Ich weiß eben nur, dass es nicht an jedem Bahnhof so einen Rechner gab, der die Dinger ansteuerte, bis auf der Rechner, der in dem Anzeiger natürlich selbst eingebaut ist. Aber so einen Zentralrechner gab es nicht an jedem Bahnhof. Deswegen gehe ich davon aus, dass nur in den größeren Bahnhöfen, wo mehrere Linien sich gekreuzt haben, so ein Rechner stand, der vielleicht dann auch noch mal an einem größeren Zentralrechner mit angeschlossen war. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Und von diesen größeren Bahnhöfen aus wurde dann eben über Telefonleitungen oder über Telefonleitungen wurden dann eben diese Daten weitervermittelt an eben diese einzelnen Anzeiger. Ja, gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Ja, ich habe ihn hier im Wohnzimmer an die Decke geschraubt, da hängt er gut und habe die Leuchtstoffröhren ausgebaut, weil die doch relativ stromfressend waren mit ihren 35 Watt pro Lampe. Es sind insgesamt vier Röhren gewesen, also auch nicht gerade wenig. Und da ich den Anzeiger aber komplett original gelassen habe, einfach aus geschichtlichen Gründen auch, habe ich mich für LED-Röhren entschieden, wo man auch einfach nur den Starter gegen eine Brücke austauschen muss. Also an der Verkabelung wurde jetzt überhaupt nichts geändert. Es wurden nur neue Röhren eingesetzt und neue Starter. Das ist alles wieder problemlos rückbaubar, wenn man möchte. Einen kleinen Fehler hat er allerdings. Da kam ich allerdings nicht weiter, weil ich keine Datenblätter über die Schaltung habe, die auf den einzelnen Platinen, die zeige ich euch gleich, drauf sitzt. Normalerweise ist es so, dass er sich die letzte Position merkt, auf die er war, auf die er gefahren war. Und wenn er jetzt zum Beispiel nur ein Blatt weiter blättern müsste, dann blättert er auch nur ein Blatt weiter, weil er sich schließlich die letzte Position gemerkt hat. Das ist hier nicht mehr der Fall. Er vergisst quasi, sobald er sich eingestellt hat, seine Position. Bedeutet, wenn er jetzt nur ein Blatt weiter blättern müsste, blättert er erst wieder komplett über die Nullposition und fängt dann erneut an zu zählen. Dadurch kann es sein, dass er eben länger dreht als normal. Beziehungsweise es ist so. Es kann nicht nur sein, es ist sogar so. Da habe ich bisher noch nicht mich durchgehangelt, weil diese Schaltungen auch sehr kompliziert sind. Zusammen mit demjenigen, mit dem ich das gemacht habe und der mir auch das Programm geschrieben hat, gehen wir davon aus, dass irgendwas mit dem Speicher zu tun hat, dass eventuell, weil da so ein großer Kondensator drauf ist, dass mit dem irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe gemessen, der ist noch in Ordnung. Der hat 0,47 Farad. Und also von dem her gehen wir davon aus, dass irgendein IC einfach eine Macke hat und halt einfach Alzheimer gekriegt hat. Aber es läuft. Genau. Und es war auch das erste Mal, dass wir jetzt Epoche 2 zum Laufen gekriegt haben. Da haben wir nämlich im Museum schon diese große, so eine große Flughafen-Klappertafel gemacht, also bei uns im Deutschen Museum, wo ich arbeite. Und die hatte dieselbe Epoche. Allerdings hatten wir da überhaupt keine Datenblätter und auch überhaupt keine Ahnung, sodass dort mehr oder weniger alles neu aufgebaut wurde. Wir haben neue Adressplatinen gemacht, wir haben neue Steuerungen gemacht. Also der Original blieb natürlich alles drin. Wir haben es quasi nur abgesteckt. Und es wurde alles neu gemacht. Es wurde sehr viel Zeit, Aufwand und auch Geld investiert. Nur um dann 2 Wochen später quasi herauszufinden, ja Mensch, ja, jetzt haben wir ja die Datenblätter gekriegt, hätten wir uns die Arbeit und das Geld auch sparen können. Aber ja, eine kleine Anekdote am Rande. Ja, dann würde ich sagen, mache ich den Anzeiger einmal auf, dass ihr ihn mal bei geöffneter Tür sehen könnt. Und nicht wundern, die Leuchtstoffröhren sind sehr hell. Ich hoffe mal, dass die Kamera das puffern kann. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, wie man so ein Ding fachgerecht öffnet. So, da kann man es jetzt mal sehen.
Also die Gleiszahl ist aufklappbar. Da ist so ein kleines Schnappschloss drin. Und kann man als Tür öffnen, sodass man eben an die Steuerung hinkommt. Wie gesagt, ja, die. Ja, es geht vom Lichtverhältnis her. Jetzt sieht man halt nichts mehr vom Rest, aber ist ja eh nicht wichtig. Wenn ich jetzt einmal die Kamera nehme, es wird ein bisschen wackeln jetzt, weil ich die hier vom Stativ abschrauben muss. Da einmal euch das hier zeige. Also so schaut das aus. Wir haben hier einmal kurz meinen Spickzettel holen, Entschuldigung. wir haben hier einmal halt das Netzteil mehr oder weniger mit dem Schalter. Also das ist ein Filter eigentlich nur, da sind die beiden Sicherungen drauf, okay. Aber und der Hauptschalter und da drin ist eigentlich nur noch ein Störfilter, der übrigens beim ersten Mal anstecken nach ein paar Minuten sich mit stinkendem Qualm verabschiedet hat und kurz danach auch noch der für die Leuchtstoffröhren, der für den Trafo oben, weiß nicht, ob man den kann man den da sehen, da hinten dieser Klotz da hinten, das ist der Störfilter für den Trafo, der hält bisher, Gott sei Dank. Weil da kommt man sehr schlecht hin. Aber da habe ich dann einfach neue Bauteile eingelötet. Ja. Also wir haben im Grunde haben wir hier einmal die Netzkarte. Also das ist das Netzteil mit den verschiedenen Spannungen. Die positiven Spannungen leuchten rot, die negativen Spannungen leuchten mit einer grünen LED. Wenn davon irgendeine ausfallen sollte, geht auch die LED aus und dann nochmal eine Sicherung. Dann haben wir nur noch zwei Karten und das sind die beiden. Ist sehr laut. Dann haben wir hier die beiden Steuerungskarten. Das ist nämlich einmal die Zentralsteuerung und der Schnittstellentreiber. Bei dem Schnittstellentreiber kann man mit einem Diagnosetool von hier außen drauf gehen. Dafür schaltet man dann von Betrieb über diesen kleinen Schalter auf High oder Low, je nachdem, wie das Diagnosetool funktioniert. Und dieser Schnittstellentreiber kann eben einmal über diese Krone-Schnittstelle funktionieren. Das wäre dieses RS-232-System. Oder einmal eben über die Telefonfrequenzschnittstelle. Das kann man aber so leicht nicht ändern, das ist nämlich festgelegt und hier eben auch entsprechend angekreuzt, ob es jetzt eben über Krone-Schnittstelle oder diese Tonfrequenzschnittstelle funktionieren soll. Das ist fest einprogrammiert. Dann diese Zentralsteuerung hat einen 8-Bit-Prozessor mit 32 Kilobyte Programmspeicher. Und 8 Kilobyte RAM. Reicht ja. Wie gesagt, sind sehr kompliziert aufgebaut. Ich packe in die Videobeschreibung, packe ich zwei Fotos rein von den Platinen und dann könnt ihr euch das da mal anschauen, weil dass ich die jetzt hier rausnehme, ist ein bisschen kompliziert. Während das Ding hier läuft und während ich die Kamera halte. Ansonsten haben wir hier oben eigentlich nur einmal die Anschlussstelle für die Stromversorgung, einmal für die Beleuchtung und für die Steuerung des Anzeigers. Die Beleuchtung ist getrennt rausgeführt und wird dann halt über Zeitschaltuhr oder Helligkeitssensor oder irgendwie sowas geschaltet. Und dann haben wir nochmal eine Sicherung. Die Sicherung ist für die Beleuchtung. Dann einmal eine Service-Steckdose, damit du dein Diagnosetool da anschließen konntest. Dann nochmal verschiedene Sicherungen für die 42 Volt, mit denen die Synchronmotoren in den Modulen betrieben werden. Und hier oben, wo dieses lose Kabel raushängt, da gehe ich hier mit dem RS-232-Signal rein. Das habe ich hier abgeklemmt, weil die Klemmleiste selbst befindet sich ob da oben irgendwo und hat sehr beschissene Anschlussterminals, wo man sehr beschissen hinkommt. Da war es einfach einfacher hier direkt an diese
Klemmleiste zu gehen. Ja, wie gesagt, so schaut das Ganze aus. Und da an dem Bahnhof, wo ich jetzt hier mich eingeklinkt habe, nicht jeder Zugverlauf aufgedruckt ist von den verschiedenen Linien, zeigt es halt mal nichts oben ein und mal eben schon dort, wo der Zugverlauf auch möglich ist und realistisch ist, da zeigt es eben an. Ja, wie gesagt, weil er wird ein schönes Leben hier haben, wird gewertschätzt und jetzt mache ich da nur mal die Kamera hier wieder auf das Stativ drauf. So, wären doch die Arme etwas lasch, wenn man das immer hochhalten muss. So, und ja, mal schauen, ob ich da nochmal ein Video machen werde zu der Uhr, wenn da eine kommen sollte und wenn ich die teure kriegen sollte. Eben, das ist das eben, was ich meinte. Normalerweise merkt er sich eben, aha, ja, ich hatte das letzte Mal Leerblatt, aber macht er eben leider nicht. Ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn ihr Hilfe braucht oder sowas, sagt einfach Bescheid von diesen Epoche 2 Modulen. Mittlerweile habe ich eigentlich von fast jeder Krone MAN-Geschichte die oder zumindest ein paar Datenblätter, wo man das Nötigste schon irgendwie rausfinden kann. Von dem her alles eigentlich kein Problem. Ja, dann, ach ja, genau, die Gasdruckfedern hatte ich noch ersetzt, die waren erschlafft, aber das ist nicht der Rede wert. Ja, dann verabschiede ich mich für dieses Video und sage bis zum nächsten Mal. Servus, euer Fallblattanzeiger.